Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Mother 3 auf Deutsch. Ja, meine lieben Leute, das letzte Mal, kurz noch mal eine Stoppuhr gestartet. Das letzte Mal ist uns ja leider Hinawa draufgegangen und jetzt, ja. Habe ich inzwischen von Madokami noch ein Update bekommen. Und zwar, ja, ich habe es jetzt einfach mal so 0.994 genannt. Keine Ahnung, ob das wirklich die richtige Nummerierung ist, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht ein offizielles Ding gewesen oder so. Er hat es mir per Discord geschickt, dementsprechend. Die Folgen kommen eben ein bisschen später noch raus, aber ja. Mal wir mal mit den Leuten reden. Wenn du etwas vom Kartenliebhaber und kartenbesitzende Mapsen willst, muss es eine Karte sein, richtig? Deswegen bist du nicht hier. Oh, Klaus und Lukas. Ich glaube, es ist in ihrem Abendlichtfriedhof. Auf deine Karte wurde was markiert. Sehr schön. Ah, ich weiß eh, wo ich hin muss. Herr Flint, stimmt das nicht? Warum das leider im Gesicht? Schau mal bei uns vorbei. Wir backen Nussbrot. Meine Mami kann Brote und Kekse aus den Nüssen machen, die du ihr bringst. Sie kann mit einer einen Keks machen und mit drei kann sie Brot machen. Die sind wirklich köstlich. Bitte bekommt ihr bessere Laune, okay? Ich bin mir sicher, dass auch Rinawa das wollen würde. Das ist irgendwie so, ja, deine Frau ist das dann gestorben, aber bekommt bloß bessere Laune. Das ist halt irgendwie so, habe ich damals schon Writing nicht verstanden, warum die halt also ist zwar gestern gestorben, aber bekommt heute eine bessere Laune, alter Junge. Das geht aber gar nicht. Ja gut, ich sag mal so, im Zusammenhang mit der Hintergrundgeschichte von Tess Smiley macht das schon ein bisschen Sinn, glaube ich. Warum die so drauf sind. Naja. Oh, hallo Flint. Bist du bereits außer Haus? Hast du schon gegessen? Ich weiß nicht, ob already out again oder so ähnlich wie es auf Englisch heißt, wirklich außer Haus halten soll. Ob, irgendwie ist das eigentlich was Ähnliches wie: Bist du wirklich schon draußen? Also im Sinne von: Bist du schon aus dem Gefängnis draußen? Und nicht: Bist du schon wieder außer Haus? Das ist irgendwie, glaube ich, nicht ganz richtig. Flint, bitte vergiss einfach, dass du mich geschlagen hast. Ich werde es vergessen. Verglichen mit deinem Schmerz ist das hier gar nichts. Ja, hast recht. Flint, Albert und Olli haben gar nichts gegen dich. Also sei bitte unbesorgt. Diese leichte Unterstellung von wegen, sie haben doch was gegen dich, weil du sie geschlagen hast, das ist schön. Moin Arschloch. Oh, hallo. Ich war nicht derjenige, der entschieden hat, dich in die Gefängnisse zu stecken. Wirklich, ich war es nicht. Arschloch, da kann ich nicht leiden. Ich verstehe, wie du dich fühlen musst. Aber bitte schlag nicht einfach so um dich. Naja, die beiden, ne? Puh, so beschäftigt. Ja, die sollten wir schon. Das ist übrigens, wusste ich bis sogar auch nicht, das ist übrigens das Zimmer von Mapsen. So nebenbei. Die sieht man bloß relativ selten da drin. Ich habe nichts gegen dich. Ich bin sehr offenherzig, wie du siehst. So. Sind sehr viele Minuten um, das gibt's doch nicht. Gehen wir erstmal hier lang und gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt, irgendwelche neuen Kommentare, Sachen. Zum Beispiel, ich muss Sachen wegschmeißen. Nussbrot. Was schon eine Donnerbombe. Sehr schön. Nehme ich jetzt aber nicht jedes Mal mit, wenn ich da zu Dinges gehe. Moin, Bess. Oh, Flint. Es ist wirklich hart, wenn die Jüngere zuerst dahin gehen. Zum ersten dahinten.
zuerst versterben oder zuerst dahin scheiden, aber nicht dahin gehen. Das ist nicht ganz richtig. Oh, genau, Flint. Das ist ein nützliches Item, das du für die Diebeskünste verwendet. Das für die Diebeskünste verwendet wird. Nimm es mit, ich habe keinen Inventar mehr frei. Oh, du kannst nichts mehr tragen. Ja, ich weiß. Ich glaube, der will mir irgendwie eine Sprintbombe oder so ausgeben. Noch ein Musbrot weg. Nimm es mit. Ach, noch eine Donnerbombe. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich habe schon eine Ahnung, wo du hin willst. Aber dein Leben ist nicht das einzige Bedrohte hier. Lass den alten Nippolite nicht noch ein Grab graben. Ein Grab schaufeln eher. Eigentlich, aber gut. So, können wir uns nicht gerade wegschmeißen. Ist im Tag komplett voll. Mit allen möglichen Kram. Bomben hebe ich mir von Endboss auf, glaube ich. Wow. Ich bin so glücklich, dass du dir Zeit nimmst, mit Streunern zu reden. Ja, warum nicht? Ich muss eh alles testen. Ich bin eh hier so ein bisschen das Kanickel für alles. Let's play. Krechts, bin ich gestopft. Ich lebe, ich bin sehr viel am Leben. Verdammt nochmal. I'm plenty alive. Naja, I don't know, ob das wirklich so richtig ist. Ich bin Schuft. Irgendetwas Ungutes passiert im Dorf. Ich kann es fühlen. Aber das muss von der Vorstellung sein. Oh, Flint, schön, dass du gekommen bist. Du warst nicht derjenige, der meiner kleinen süßen Myrna all diese widerwärtigen Wörter beigebracht hat, oder? Nee. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das Flint war. Ja, nochmal Myrna, die habe ich ganz vergessen, dass die existiert, ehrlich gesagt. Und Schweine. Oink, oink. Welches Geheimnis nur Schweine kennen? Oink, oink. Ich hab's echt satt, von diesem dummen Schwein umgeben zu sein. Oink. Ich bin ein Schwein, aber ich kenne kein Geheimnis, das nur Schweine kennen. Was sagst du? Oink, oink. Es gibt ein Geheimnis über Mava 3, das nur Schweine kennen. Dieser... Der kriegt meine Auflöse, da fängt man auch nicht unbedingt mit, wenn man nicht mehr hingeht. Ups, ich sabbere. Wir sabbern eine Menge. Sabbern oder nicht sabbern, das ist hier die Frage. Hüpf, willst du dein Spiel speichern? Ist das, was Frösche sagen, richtig? Nein, ist es nicht. Die sagen, hüpf, speichern, Fragezeichen. Das ist nicht ganz richtig. Also schon wahrscheinlich nur aus dem alten Revision des Skripts. Ich meine, der hat ja haufenweise das Skript überarbeitet im Laufe der Besetzung. Ich meine, was da auch sinnvoll ist. Ne? So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Thomas Bazaar, wir haben das Zeug. Oh mein. Flint, tut mir leid, dass es so nutzlos war. Wie auch immer, dies ist der Dorfbazar. Wenn du etwas brauchst, komm einfach vorbei und nimm es mit. So, ich will erstmal nochmal hier Nussbrot weg. Benutzen. So. Dies ist ein Flo-Amulett. Oder das ist ein Flo-Amulett. Es wird dich schützen, wenn du es ausrüstest. Willst du es haben? Ja. Okay, oh. Wenn jemand mehr macht, dann werde ich sie hier aufstellen. Eine Rennbombe. Ja. Okay, jo. Durch ein Gegengift, oder? Ja. Nee. Okay, irgendwie nochmal dann anders. Habe ich noch Gegengifte? Nee, ne? Kacke. Egal, ich werde schon nicht keine brauchen. So. Warte mal, mir fällt gerade was auf. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, stand gerade wieder statt den Pfeil ab irgendwie oder so. So, sehr schön. Das Mini-Mini-Ding kann ich jetzt wegschmeißen. Das brauche ich nicht mehr. So, damit. Und dann haben wir hier noch, glaube ich, genau, Bronzen. Der Nippolite hat ein sehr schönes Grab gemacht. Aber
aber ich musste zurück nach Hause. Das schluchzende Gesicht von Lukas war einfach zu viel für mich. Das klingt auch total seltsam. Das schluchzende Gesicht von Lukas, wer sagt das bitte so? Das klingt halt teilweise auf Englisch alles wie natürlich hier. Irgendwie gefühlt. Oder es kommt mir so vor, weil ich die englischen Texte gewöhnt bin. Und das Writing ist einfach wirklich so scheiße in Marvel 3. Ich meine, würde ich jetzt nicht sagen, dass es nicht ist, ne? Es ist immer noch verdammt in Nische, das Spiel. Und Boni. Und sagt ihr, Schafe sind lebhaft. Okay. Lebhafte Schafe. Na dann wollen wir mal, erstmal speichern. Bumm, zack. Mal hier fest abspeichern, bevor ich irgendwelche Spielstand verliere. Und dann gehen wir jetzt mal zum Friedhof. Wir haben erstmal genug das Dorf wieder erkundet. Und ja, ich speichere am jeden Frosch, den ich begegne. Man kann nie genug speichern in dem Spiel. Flint, du bist bei deinem Wutausbruch wirklich von der Bahn geraten. Ich weiß, du hattest deine Gründe, aber du darfst deine Aggression nicht einfach an anderen auszulassen. Da ist ein zu viel. Wenn du nach den Einwohnern suchst, fast jeder ist im Abendlicht, Friedhof. Absolut jeder hat die Nava geliebt. Oh. Hier geht's wieder zum. Oh, hier geht's jetzt zum Dingens. Jeder ist da. Oder. Die Lieder. Wie ist es auf Deutsch? Den Namen vergessen. Egal. Wir können fröhliche Dinge vergessen. Wir können auch traurige Dinge vergessen. Menschen haben die Kraft zu vergessen. Dieser Text, also wenn man das gesamte Spiel kennt, dann macht in anderen Zusammenhängen auch wesentlich mehr Sinn. Also das hat man schon. Herr Flint, das war so eine schreckliche Tragödie. Mir fehlen die Worte. Ich habe bereits ein Grab bester Qualität vorbereitet. Deine Frau ruht jetzt darin. Und wenn die Zeit reif ist, wirst du direkt neben ihr ruhen können. Es ist das perfekte Grab. Klaus scheint heute Morgen der erste am Grab von Inava gewesen zu sein. Als ich ihn gerufen habe, hat er mir ein kleines Lichtchen geschenkt und ist dann plötzlich davongerannt. Nichts Persönliches, aber ich komme nicht gut mit so traurigen Sachen wie diesem hier klar. Trotzdem. Inava. Hallo. So, wir fahren wahrscheinlich. Inava. Sie hatte doch kaum Zeit zum Leben. Findest du nicht? Ich kann bei sowas nicht trinken gehen. Oh, Flint. Flint. Inava war immer so nett zu meiner Frau. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen, aber mein Kopf war noch nie so leer. Hallo, Herr Flint. Ist Klaus irgendwo hingegangen? Nein. Wobei, er sagte, dass wir uns eine Weile nicht sehen würden. Wie lange ist eine Weile? Morgen? Morgen? Ina war tot. Ich kann das einfach nicht wahrhaben. Flint, du und Inava, ihr habt euch so sehr geliebt, dass sogar die kleinen Vögel im Wald eifersüchtig waren. Und das wird sich niemals ändern, auch nach diesem Vorfall nicht. Sorry, dass mein Mann so betrunken ist, Flint. Mein tiefstes Beileid. Ach, die Fresse, Butch. Kann ich leiden. Ich wünschte, ich könnte das Schicksal mit diesem Kantholz zertrümmern. Ich weiß nicht, was ich Lukas sagen soll. Oh, Flint. Ich habe gerade versucht, mich daran zu erinnern, was Sonnenblumen symbolisieren. Weil Inava sie so geliebt hatte.
Sonnenblumen. Lieblingsblumen von Hinawa. Wo ist Klaus? Herr Flint, Kopf hoch. Ich bin mir sicher, dass sie jetzt im Himmel ist. Sie war so fröhlich und nett. Sie war sogar die beste Freundin meiner Mutter. Es fühlt sich so an, als hätte ich die Hinawa gerade erst vorgestellt. Es tut mir leid, dass du unter solch Trauer leiden musst. Wenn wir doch nur früher mit Suchen angefangen hätten. Ein Blumenstrauß, dargeboten für die von allen geliebte Hinawa. Papa, ich dachte, du hättest gesagt, dass alles wahr werden würde, solange wir es vom Grund unseres Herzens wünschen. Mama kann mich jetzt nicht mal mehr bestrafen. Ich will das aber nicht. Ich glaube, die meisten kriegen diesen Dialog von Lukas gar nicht mit. Oh, lange nicht gesehen. Ich bin's. Ich bin schon lange nicht mehr im Dorf gewesen, aber ich bin direkt hierher geeilt, als ich das mit Hinawa gehört habe. Und das gerade nachdem ich so schöne Zeit mit meinen Enkelkindern verbracht hatte. Entschuldigung. Sag mal, wo ist Klaus? Ist er nicht bei dir? Er sagte, dass er zu dir gehen würde, kam aber dann nie zurück. Lukas, weißt du, wo Klaus hingegangen ist? Nein. Lukas, es ist nicht gut, um uns etwas zu verheimlichen. Sag mir nicht, dass Klaus diesem abscheulichen Drago nachging, um... Nein! Er hat Papa selbst gemacht, das Messer nicht mitgenommen und ist dann in die Berge gegangen, um den Drago zu töten. Mit dem vorletzten Günstigkral. Das klang ein bisschen seltsam. Es ist gut, dass du ihn zur Ehrlichkeit aufgezogen hast, Flint. Oder erzogen hast, eher. Glaubt Lukas ernsthaft, dass dein selbstgemachtes Messer Drago töten kann? Lukas, warum hast du ihn nicht aufgehalten? Nun, ich wollte auch mitgehen, aber er hat Nein gesagt, weil er allein sein wollte. Also hast du ihn einfach gehen lassen? Du Dummkopf! Das war vielleicht etwas zu hart. Flint, Klaus scheint in die Berge gegangen zu sein, um den Drago zu töten, der seine Mutter getötet hat. Das ist ein Rennen gegen die Zeit, aber das kann kein gewöhnlicher Drago sein, mit dem wir es zu tun haben. Zuerst brauchen wir anständige Ausrüstung. Oder eine Waffe, mit der du Dragos bekämpfen kannst, und komm dann schnell zu meinem Haus. Komm in mein Haus, nachdem du dir eine Waffe geholt hast. Weißt du noch, wo ich wohne? Wenn nicht, dann lass den alten Mapsen es dir auf deiner Karte markieren. Ich glaube, er ist auf dem Dorfplatz. Das haben wir schon. Das haben wir doch gerade mitbekommen, wo Klaus ist. Oh, Flint. Und sagt ihr jetzt irgendwas Neues? Ja, Flint, Kopf hoch. Okay, die sagen nichts Neues. Na gut. Hätte sein können. Von daher. Also, dann gehen wir jetzt mal zu Bronson, holen uns den Drago-Zahn. Und dann geht's auf in den Sonnenscheinwald. Wo war Drago schon erzählt, habe ich gehört. Alex Haus, hier, ich markiere es für dich auf deiner Karte. Bitteschön, ich habe Alex Haus für dich markiert. Auf deine Karte wurde etwas markiert. Sei vorsichtig da draußen. Na dann, let's go.
Flint, nimm das und geh. Das ist der Dragozahn. Ich habe es in eine Waffe umfungiert. Ich habe ihn in eine Waffe umfungiert. Das Einzige, das die harte Haut eines Dragos durchdringen kann, ist ein Dragozahn. Es gibt keine andere Waffe, die einem Drago etwas anhaben kann. Gut, außer vielleicht, ja, unter einer Waffe. Ich weiß, dass es schwer ist, was anzunehmen, aber bitte, du solltest es mitnehmen. So, damit haben wir jetzt alles. Ich speichere mal, mache dann mal einen Cut. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Mafia 3. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss.